Ja. Tut mir leid. Lass uns nicht über das reden. Ich bin bereit, seid ihr bereit? Dann Thomas einmal bitte klatschen. So, Thomas, herzlich willkommen zum Einer muss weg Weihnachtsspecial. Fangen wir mal an. Zwei deiner Teamkollegen helfen dir beim Schmücken des Weihnachtsbaums. Gio Reyna, Rafa Guerrero, Marvin Hitz. Einer muss weg. Dann ist die Antwort ganz klar. Wenn wir haben einen Baum, der größer als das ist, dann hat Rafa keine Chance, weil er ist zu klein. So, Marvin ist groß, Gio ist groß. Rafa ist klein, so. Rafa muss weg. Ja. Tut mir leid. Jetzt ist der Baum fast voll. Du hast nur noch Platz für zwei Christbaumkugeln. Einmal die BVB-Kugel, eine Werder Bremen-Kugel oder eine FC Kopenhagen-Kugel. Eine muss weg. Dann muss die Werder Bremen weg. Leider. Kopenhagen, ich habe da gespielt von 3 bis 25, das ist natürlich ein großes Teil von nicht nur meiner Karriere, aber auch persönlich. Und ja, jetzt bin ich hier. Ich freue mich, hier zu sein. Die zwei bleiben. So will ich das am besten sagen. Okay, sehr gut. Für eine Schneeballschlacht? Schneeballschlacht. Also ja. Zwei Teams, Schneebälle. Brauchst du für dein Team noch zwei Kollegen? Roman Bürki, Marco Reus, Marcel Schmelzer. Einer muss weg. Schmelle ist injury prone. Schnell also verletzt im Moment. So, ich hatte Angst, dass auch ein Schneeballkugel kann sie ihn verletzen. Okay. Ja, also der würde dann raus. Ja, wenn jemand hat das so richtig zusammengedrückt, ne, dann wird das hart. Ja gut, da verletzen sich die anderen wahrscheinlich auch. Ja. Aber gut, dann Schmelle, okay. Auf deiner Weihnachtsplaylist hast du nur noch Platz für zwei Tracks. Last Christmas, Feliz Navidad oder All I Want for Christmas is You. Eins muss weg. Mariah Carey weg. Mariah Carey weg, ja. Wirklich? Ja. Ist nicht so dein Fall. Nein. Stellen wir uns mal Folgendes vor. Beim BVB Weihnachtssingen im Signal Iduna Park sind wieder Zuschauer zugelassen. Du wirst überraschend auf die Bühne gerufen und musst vor 60.000 Zuschauern spontan mit zwei Teamkollegen All I Want for Christmas is You performen. Moderhut, Erling Haaland, Lukas Piszczek. Einer muss weg. Oh. Mo, er kann nicht Englisch reden. Wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Und. Das ist ganz einfach. Erling hat eine schöne Singstimme. Das würde ich nicht sagen. Du bist der Weihnachtsmann. Deine Rentiere sind... Also der kommt mit Geschenken und sowas. Genau, auf seinem Schlitten. Und deine Rentiere sind ausgefallen, um den Schlitten zu ziehen. Du brauchst jetzt zwei Ersatzmänner dafür. Ja. Axel Witzel, Mats Hummels, Emre Can. Einer muss weg. Mats, ich brauche zwei Maschinen im vorne, ne? Okay. Axel und Emre. Mats, nicht so die Maschine. Aber es ist mehr so beim Stehen eine Maschine, weißt du? Ah, okay. Er muss nicht so viel laufen, wie die anderen. Zwei. Okay. Für das Remake von Kevin allein zu Hause, ist ja ein klassischer Weihnachtsfilm, müssen noch die Rollen von Harry und Marv, diese beiden Banditen, kennst du wahrscheinlich, müssen besetzt werden. Erling Haaland, Gio Reyna, dann Axel Zagadou. Einer muss weg. Dann muss weg. Dann muss weg. Also Erling und Gio sind gute Banditen. Ja. Dann ist zu locker einfach. Okay. Er ist zu cool für das. Die zwei anderen sind ein bisschen jung und blöd. Ja gut, wenn man an die Banditen in Kevin allein zu Hause denkt, das geht ja auch nicht besonders gut aus für die, dann sind das vielleicht die richtigen beiden. Das stimmt. Von deinem Wunschzettel an den Weihnachtsmann sind jetzt leider nur zwei Wünsche in Erfüllung gegangen. Derby-Sieg gegen Schalke, Champions-League-Finale mit dem BVB oder Europameister mit Dänemark. Eins muss leider weg. Welche Derby-Sieg? Die hier? Der im nächsten Jahr. Oh, ich bekomme wahrscheinlich Probleme hier. Aber dann Derby-Sieg. Wegschmeißen. Einer von zwei.
Nein, eins muss weg. Also ja, ja, aber ich meine, es gibt zwei Derbys im Jahr. Genau, und eins haben wir ja schon gewonnen. Ja, dann spielen wir unentschieden und ich werde Europameister und wir gewinnen Champions League. Alles zufrieden, ne? Super, top. Neben den zwei Wünschen bekommst du jetzt zusätzlich noch drei Trikots deiner absoluten Lieblingsvereine geschenkt. FC Bayern. Brøndby. Brøndby auch. Oh. Schalke 04. Eins muss weg. Ich sag schon, FC Kopenhagen und Brøndby ist dieselbe Stadt. Das ist ein bisschen wie Schalke und Rom, aber gleiche Stadt. Ich habe seit ich war so hoch immer gelernt, Brøndby ist schlecht. Für ja, 26 Jahre. Ich habe nur in 3 Jahren gelernt, dass Schalke schlecht ist. Und ich muss sagen, ich mag kein Brøndby-Trikot. Wirklich nicht. Dann behältst du Bayern und Schalke? Also nicht über das Reden, aber ich schmeiß die sehr, dann sehr nehme ich die zwei Hände und schmeiß die weg nach. Okay? Sehr gute Antwort, das war's schon, Thomas. Dankeschön. Bitteschön.